Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's in Brandenburg bei der Firma KKS Performance. Wir sitzen hoffentlich vorerst das letzte Mal zusammen in diesem Auto auf dem Prüfstand, weil in diesem Video soll das Auto tatsächlich endlich fahren. Also ihr könnt euch darauf freuen. Wird ein spannendes, spektakuläres Video. Hoffentlich ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, ein bisschen geiler. Aber was machen wir jetzt als erstes? Na, wir hatten ja ein bisschen was umgebaut gehabt. Mhm. Benzinpumpe war ja zu klein und die Laderegelung war ja noch zu groß für die Rennstrecke. Mhm. Dementsprechend haben wir die jetzt geändert und haben jetzt müssen angefangen rauszufahren und machen jetzt mal eine bessere. Das heißt, größere Pumpe ist drin, weichere Feder. Jetzt gucken wir als erstes Dosendruck, wie weit können wir die Leistung runterschrauben. Ja. Und dann nochmal einmal, wie weit können wir die Leistung nach oben schrauben. Nicht alles, was geht, sondern so wie Chris sagt, jetzt kannst du das Auto mitnehmen und damit eine Runde ballern. Okay, cool. Lauf Nummer 1. Ja. Laddruck ist tatsächlich runtergegangen auf 0,6 bar. Immer wieder extrem geil, wie sauber das Ding klingt. Ich meine, klar, 0,6 bar, aber trotzdem. Also zieht einfach sauber durch. Ja. Zieht sauber durch, als wenn einfach nichts wäre. So, 0,6 bar ist jetzt Dosendruck, weniger geht nicht. Und wir haben dabei 173 PS und 195 Newtonmeter. Also extrem wenig Drehmoment mit Absicht. Leistung schon gar nicht so wenig, weil es steht halt bis zum Ende. Genau. Bin gespannt, ob 175, 173 nicht immer noch zu viel ist. Ich behaupte, für einen Semi-Slick wird es zu viel sein. Erste, zweite Gang. Aber mit den Slicks, wenn die richtig warm sind, soll ja auch ein bisschen was kommen. Ne? Deswegen ja. So, okay, aber ab, das ist jetzt Minimumleistung. Ab da können wir jetzt einfach hochtakten. Genau. Mit wie viel Bar lässt du mich nach Hause? Was machen wir jetzt? Also, was sagst du, ist gut für den Motor? Wo fühlt er sich gut an? Wo fühlt er sich warm? 2 Bar fühlt sich ganz gut an. 2 Bar, ja. Okay. Ja, dann machen wir jetzt abschließend noch eine Messung, was das Auto dann erstmal maximal fahren wird. Dann geht's weiter. Ja. Let's go. So, Chris, 173 PS, Dose, 313, 2 Bar, ne? Genau. Also ich würde sagen, du hast einen Bombenjob gemacht. Genau so lassen wir das jetzt. Würde ich sagen, ja. Weil alles, was da drüber kommt, ist definitiv reine Spinnerei auf der Rennstrecke und das Ding soll halt einfach fahren und genau das wollen wir jetzt auch tun. Richtig, ja. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Gerne. Du musst leider mit dabei sein, wenn wir fahren. Oh, oh. Aber erstmal müssen wir jetzt hier den Rest noch zusammenbauen, zurück nach Hannover, ein bisschen Bremse gucken, ein bisschen hier so Cabrio-Feeling wegnehmen, ne? Sitzen müssen wir auch noch rein, Armaturenbrett müssen wir rein. Aber ich glaube auch, wird krass fahren, ne? Also es hört sich nach wie vor so zornig an. Ja, naja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, auf der Vorderachse über 300 Newtonmeter, das ist halt schon, da hast du zu tun. Aber du liegst hier schon so in der Kiste, ich glaube, du fühlst dich ja wohl drin, ne? Ja, ich kann jetzt auch eine Runde schlafen. Ich kann nur danke, danke, danke sagen und wir sehen uns auf der Rennstrecke und weiter geht's nach Hannover. Ah, es könnte so einfach sein, wenn man einfach nach Hause fährt. Richtig. Was machen wir jetzt noch? Nein, mal die Gänge durchfahren mit der Laderegelung. Die passt. Das heißt, gucken, A, ob er Gänge erkennt, B, ob von Gang zu Gang mehr wird. Genau. Ja.
So, was sagt der Techniker? Bremse geht? Ja, aber du musst die noch so, guck mal. Ah, du bist zu klein. Mir fehlen so 20 cm. Ach Quatsch. Ja, aber sonst geht. Bremse ist auf alle Fälle hoffiger. Muss man reintreten, ne? Ein bisschen noch hier. Aber ist gut. Gut? Fühlt sich gut an, ja. Oh, aber saubere Striche hier gelassen. Ja. Ich glaube, es wird geil. Hier, Schaltvorgang, Chris auch drauf. Messen wir mal ab hier. Guck, hier ist Ende. 1, 2, 3. 3,5. Nach 3,5 Meter schon wieder das Rad gepoolt hier. Sehr gut. Das wird geil. Oh Gott. Schön. Hast ein paar schöne Striche gemacht. Und guck mal, ich bin von einem Schaltvorgang begeistert. Man sieht so richtig schön 3 Meter, 3,5 und hat er weitergedreht. Ja, tolles Set aber nicht. Muss einstreifen sein. Aber ja. Sperre funktioniert, würde ich sagen. Sperre, ne? Und wie fällt, okay. Fühlt sich? Fällt gut. Wenn ich 20 cm mehr Bein hätte, wäre das noch geiler. Nicht gehen. Aber sonst top. Macht Spaß. Alles klar. Aufladen, los geht's. So, nächste Episode am Abarth. Wir sind hier bei Flo auf der Bühne. Vielen Dank schon mal. Ich danke. Bevor wir losfahren, müssen wir unbedingt diese Waagebalken einmal kontrollieren. Das Ganze ist ja hier alles Eigenbau. Achso, hier unten ist noch ein Tuch drunter, weil wir gerade schon mal entlüftet haben und so weiter. Diese ganze Bombe dahinter. Und dieses Ding da. Da sind jetzt zwei Hauptbremszylinder. Die sind in der Mitte mit dem sogenannten Waagebalken verbunden. Und über diese Leitung mit der Anzeige kann man die verstellen. Das heißt, jetzt die ganz kurze Kurzfassung, zwei Hauptbremszylinder vorne und hinten. Hier zwischen ist eine Gewindestange, wo in der Mitte ein Uniballlager ist, und mit diesem Uniballlager drücke ich die beiden Zylinder rein. Wenn ich jetzt an dieser Gewindestange drehe, verstellt sich das Uniballlager von weiter links nach weiter rechts. Somit ist das Lager zu einem Zylinder näher und diese Hebelverhältnisse ändern sich beim Drauftreten. Dahin, wo das Uniballlager näher ist, ist der Bremsdruck höher. Das Ganze können wir über diese ultra perverse geile Anzeige einstellen. Mal richtig geil. So, plus 1, minus 1. Man kann das Ganze natürlich auch resetten und so. Finde ich voll geil. Wenn ich hier jetzt dran drehe, sehe ich tatsächlich, wie die Welle sich dreht. So, ich habe das Ganze jetzt eingestellt nach maximal hier. Das heißt, jetzt gerade ist der Uniball auf dem Zylinder. Das ist vorne. Hier mal hinten. Und was machen wir jetzt? Ich möchte jetzt einfach einmal zur Sicherheit die ganzen einzelnen Stufen durchmessen. Von ganz vorne bis ganz hinten. Was kommt hier gleichzeitig an Bremsdruck? Vorne und hinten raus. Das hat rein gar nichts über die Bremsbalance auszusagen, weil dann kommt natürlich noch der Effekt, wie gut funktioniert die Bremse mit dem Bremsdruck. Das heißt, man könnte dann über Kolbenfläche, Bremsbelagfläche, Reibwert die Bremskraft ausrechnen. Das kann dann irgendein Ingenieur bestimmt unter euch machen. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, wenn mich jemand fragt, wie weit kannst du den Bremsdruck verstellen, dass ich zumindest eine Aussage treffen kann, in der und der Stellung ist es genau 50-50, in der Stellung ist es 70-30 und so weiter. Das heißt, wir klicken das jetzt einmal durch. Ich würde vorschlagen, Florian, du setzt dich rein und dann kannst du da mal ordentlich reinballern. Also zur Erinnerung, wir haben den Uniball nach ganz hinten gefahren, wir müssten jetzt gerade maximalen Druck vorne haben. Selbst wenn ihr jetzt bei rauskommt, 50 Bar vorne, 10 Bar hinten. Heißt das noch lange nicht, dass das das Verhältnis ist? Das ist lediglich das Verhältnis des Bremsdruckes. Pass auf, ich fahre dich mal hoch, weil dann können wir nicht auf beide Anzeigen gucken. Also, ich erkläre euch das noch einmal kurz. Wir haben jetzt vorne und hinten ein Manometer dran. Logischerweise an der Stelle, die am weitesten weg ist, also in dem äußeren Kreislauf. Hier ist eine Lüftungsschraube dran, dass man die Luft rauskriegt, weil man muss es natürlich entlüften.
So, jetzt kann Florian drin alles, was geht, treten und ich muss zeitgleich vorne und hinten die Anzeige ablesen. So ist die Theorie. Wir sind jetzt hier bei 0. 0 heißt für mich wirklich an der Stelle, wo wir am meisten vorne sind. Und jetzt gucken wir, wir machen mal erstmal den Maximaltest, tritt einfach mal alles rein, was geht hier. So, das ist alles, was geht. Junge, okay, das waren 110 Bar. Wie verkehrt das hier, was? So, jetzt machen wir einfach mal hinten dazu. Willst du noch drauf, ja? Nee, ich bin wieder runter. Okay, das ist das Einzige, was ein bisschen doof ist. Sage ich euch schon mal vorab. Das ist hier nicht das beste System. Wir haben jetzt hier gerade 30 Bar stehen, aber können das Rad drehen. Also das heißt, hier sind natürlich keine 30 Bar drauf. Die 30 Bar sind scheinbar nur irgendwo zwischen Anzeige und der Lüftungsnippel. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal aufdrehe, sind die 30 Bar weg. Das hat aber für uns zum Messen jetzt erstmal egal. Also 110 vorne, gib mal alles. Das waren so 90 hinten. Okay, 110, 90 ist schon ganz schön ausgeglichen. Jetzt ist man natürlich beim normalen Treten, tritt man da jetzt nicht so hart rein. Bist du von der Bremse runter? Nee. Ja, geh mal runter. Jetzt bin ich runter. Weil, nochmal zur Kontrolle, ich habe es doch gerade schon gesagt, 30 Bar und wir können die Bremsscheibe drehen, also da ist gar nichts drauf. Ich würde vorschlagen, wir machen mal Folgendes. Pass auf, Joni, wir müssen jetzt Teamwork machen, weil wir eine Person zu wenig sind. Lass mal nach vorne einmal gehen. Die Optimalvariante wäre natürlich, ich ärgere mich auch, dass ich es nicht gemacht habe, wir hätten einfach 4 Sensoren reingemacht, in jede Leitung ein. Problem ist, Bremse muss man natürlich richtig gute Sensoren nehmen, da kann man nicht irgendwie so ein eBay-Ding reinschrauben, weil das sind halt Sensoren bis 100 Bar, 200 Bar, plus man muss darauf vertrauen, dass sie immer dicht bleiben. Ich hätte es aber einfach machen sollen. Weil mich hätte es einfach interessiert, was da so geht. Auch wie gleichmäßig die Drücke sind und so. Egal, können wir jetzt ändern. Wir wollen es nur einmal grob überprüfen. Das heißt, Florian tritt jetzt bis auf 70 Bar. Da schreist du, Joni, jetzt haben wir 70. Du kannst ja langsam treten. Genau. Und ich sage in dem Moment den Wert, den wir hinten haben. Und dann fangen wir vorne an zu verstellen. Du schreist ja, Joni. Ja. Stopp. Das sind 70 vorne. Ganz nach vorne gestellt. Haben wir 70 vorne. 57 hinten. Klingt erstmal, ja, ich finde, also jetzt muss ich dazu sagen, das ist jetzt natürlich abhängig davon, welchen Durchmesser man an Zylindern hat. Da habe ich natürlich von ein, zwei Leuten ein paar Tipps bekommen. Wir haben zwei verschiedene, minimal kleiner, an der, ich habe mich aber nach dem Serienzylinder gerichtet und habe für hinten einen Zylinder kleiner genommen. Deswegen wird das jetzt gerade auch hinten minimal schwächer sein. Aber kann ich loslassen? Oder? Ja, achso, ja, lass ruhig los. 70 zu 57 heißt, wir haben ungefähr 20% hinten weniger. Also wir sind bei 80-20. Das sagt jetzt erstmal wenig aus. Ich habe wirklich auch keine Ahnung davon. Wir machen jetzt einfach diese Erfahrung. Weil es kann ja sein, dass die hintere Bremse mit dem Bremsdruck aber nur halb so viel wie die vordere macht. Weil Scheibe kleiner, Bremsbelag flächer, Reibwert schlechter. Das heißt, ihr müsst wissen, wir reden wirklich nur vom Bremsdruck. Reine Theorie hier. 70, 70, 57. So, jetzt fangen wir mal an, das Ganze zu verstellen. Damit sich hier ein bisschen was tut, machen wir direkt mal auf 10. Alter, hier, guck mal, kann ich so Lichter machen. Das Ganze kommt übrigens dann einfach nur durchgeschraubt ins Armaturenbrett. Voll geil. Pass auf, Joni, du schreist wieder, wenn wir bei 70 sind, ne? Von der Theorie her müssten wir jetzt hinten dann mehr haben. Stopp. Das Pedal fühlt sich auf jeden Fall auch anders an. Da haben wir jetzt 70. Hier stehen wir jetzt bei genau 65. Das heißt, für alle zum Mitschreiben, ein Glück muss ich nicht mitschreiben, 10 Klicks da sind 70 auf 65. Das heißt, wenn ich jetzt weitere 10 Klicks mache, müssten wir eigentlich mehr hinten als vorne haben. Mal gucken, ob das überhaupt geht. So, das heißt, wir drehen jetzt weiter. Du hast losgelassen. Ne? Man darf das übrigens immer nur betätigen, logischerweise, wenn kein Druck drauf ist. Das Pedal fühlt sich tatsächlich auch anders an. Weil wir natürlich die Kraft jetzt zu dem anderen Zylinder verteilen. Ne? Das heißt, es könnte härter werden, das Pedal. Ne? Jetzt sind wir bei plus 20. Das heißt, theoretisch müsste plus 20 jetzt sogar mehr hinten haben. Von der Theorie her. Das ist natürlich nicht genau linear. Juni, du schreist hier wieder bei 70. So, kann losgehen? Ja. Stopp. Ja, ein bisschen noch. Minimal. Ja. Okay, Juni, jetzt musst du einmal herkommen. Damit wir hier nicht bescheißen. Sieht ihr das rein? Ist auch genau 70. Minimal drunter vielleicht, aber so genau kann Flo jetzt natürlich das Pedal noch nicht halten. Hier sind wir auch minimal drunter. Also in der Stufe, Stufe 20, sind wir genau Bremsdruck gleich. Das heißt, diese setze ich jetzt einfach mal auf 0. Weil wir wissen, hier sind wir plus minus 0 vom Bremsdruck her. Ja, kannst du loslassen? Jetzt gucken wir mal einfach, ob es geht, noch weiter zu verstellen. Wir machen jetzt mal nochmal 10 weiter nach hinten. Stopp! Krass! Guck mal, ich bin begeistert. Jetzt haben wir hier 75, knapp. Pedal wird noch härter. Ja. Weil ja. Wir verstellen jetzt die. Also ich,
Ich erreiche gefühlt vorne die 70 schneller, aber das Pedal ist viel, viel härter. Also genau, bretthart wirklich. Weil wir immer mehr jetzt zu dem kleineren Zylinder gehen. Genau. Jetzt gerade waren es ungefähr 70, 75. Das heißt, wir machen einen letzten Test. Wir drehen das jetzt mal auf plus 20. Dann müssten wir tatsächlich hinten 80 und vorne 70 haben. Top. Minimal, ja. Bisschen mehr? Wenn es geht, ja. Aber stopp, ja. Also wir haben 82 hier. Das heißt, zum Mitschreiben, nochmal 20 Klicks mehr, 40 zur Ursprungslage, sind 70, 82. Das heißt, wir sind ziemlich genau bei dem gleichen in die andere Richtung. Nochmal zurück. Ganz am Anfang 70, 57, 13 Differenz. 20 Klicks über den Nullpunkt sind 12 mehr. Ich denke mal, das ist für unsere Messmethode schon sehr gut. So viel zu dem Thema. Wir haben auf jeden Fall geklärt, die Verstellung geht. Wir wissen, in welche Richtung was ist und wie viel Bremsdruck wir variieren können. Das heißt, jetzt als nächstes Räder drauf und einmal zur Achsvermessung und gucken, ob an der Achse auch alles funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Also Leute, der Tag ist tatsächlich gekommen. Es geht los nach anderthalb Jahren Probefahrt. Ja? Ja. Wir haben alles überprüft, es ist alles ready. Wir haben hinter uns unsere griffige Showstrecke von PS Days noch. Die können wir wieder als Messegelände benutzen. Natürlich ist es eigentlich ein Rennauto, aber mit dem ganzen, wir haben ja eigentlich wirklich an dem Auto alles selber gebaut mittlerweile. Egal, ob es Sachen an den Achsen ist, Bremse ist, die komplette Kühlung, einfach, ihr habt die ganzen Videos gesehen, alles. Ich bin mega stolz auf die Kiste, so wie er mittlerweile steht, weil es ist wirklich, kann man wirklich sagen, komplett wieder keskaliert. Kann man dazu definitiv sagen. Und jetzt geht's los. Es ist endlich nach anderthalb Jahren der Tag gekommen, wo wir mit der Kiste mal durchziehen. Reinsetzen und los oder wie läuft das jetzt? Nee, also erstmal nochmal kurz, was haben wir in der Zwischenzeit in dem Video noch gemacht? Wir waren bei der Achsvermessung. Das, was wir hinten uns überlegt haben mit den Platten, kommt noch nicht ganz hin. Das heißt, wir haben jetzt schon über einen Grad Sturz, aber die Spur hinten ist immer noch zu, also sie ist noch nicht offen. Wir wollten ja hinten die Spur offen haben, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, weil es fährt so auf jeden Fall sicherer. Das heißt, um das Auto jetzt erstmal ein bisschen einzurollen, ist das so schon okay, aber wir müssen noch viel, viel mehr von den Platten abfräsen nach hinten, dass die Räder aufgehen. Genauso haben wir vorne jetzt erstmal eine Safety-Variante an Sturz eingestellt. Das heißt, das sind nur knappe 3 Grad, eigentlich müssten wir viel, viel mehr fahren. Aber das reicht auf jeden Fall erstmal. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine leichte offene Spur vorne, 3 Grad Sturz und das Ding wird erstmal fahren. So, dann habe ich Gurte reingemacht, die brauchen wir ja. Guckt euch einfach mal an, wie geil dieser Innenraum geworden ist. Ich kann es immer wieder nur sagen. Wir hatten ja für die Gurte damals direkt, Tür auch nochmal ein bisschen wieder verstärkt, ein paar Kniffs. Jetzt ist es immerhin so, dass ich mit leben kann. Geht auf und zu. Immer noch nicht geil, muss auch noch was vor, aber das ist jetzt erstmal so. Was wirklich ein gutes Gefühl macht, ist das 6-Punkt-Gurte. Das heißt, die sind auch unten am Unterboden fest und wir haben ja überall Gewinde eingeschweißt. Das heißt, egal was passiert, diesen Gurt werdet ihr aus dem Auto nicht rauskriegen. Also Baustelle ist auf jeden Fall Türen noch. Da sind wir mit Archeon dran, vernünftige zu bauen, weil ich würde nämlich gerne auch den elektrischen Fensterheber weiterhin benutzen. Weil es gibt nämlich keine manuellen, zumindest keine manuellen, die ursprünglich vom Fiat 500 kommen. Haben einige gesagt, vielleicht geht da irgendwas anderes, aber ich würde eigentlich schon gerne die lassen, weil der Motor wiegt ein halbes Kilo, jetzt haben wir es eh verkabelt und so weiter. Der Kabelbaum ist soweit fast ready, sieht auch ultra geil aus. Wir haben uns für die Rennsport-Variante entschieden, einfach nur ein Rohr rüber zu machen, weil jetzt kann man es jederzeit aufmachen und nochmal an die Kabel rein. Hier hinten ist noch vorbereitet Wassermeter 0, ist schon verkabelt plus Behälter, brauchen wir bisher nicht. Das heißt, hier kommt da nochmal Pumpe und Dings rein. Genauso eine Sache, die wir noch verkabeln müssen, also was heißt verkabeln müssen, wir haben hier noch unser Notausschalter von der Lightbox. Total geil. Also wenn ich so mache, ist komplett alles tot. Hier haben wir jetzt unsere Verstellung vorne hinten. Die werden wir gleich mal testen. Die ist jetzt nach vorne gedreht. Jetzt ist die große Frage. Maxi, was hältst du davon? Ich hätte gestern Abend kurz die beiden Dinger hier reingemacht. Ah, dass wir hier die Knöpfe haben. Ja, genau. Dafür. Dass ich hier genau drauf gucken kann und zur Not auch mit der linken Hand zum Drehen rankomme. Problem ist, es ist nach da geneigt. Also es wird irgendwie so ein bisschen komisch aussehen, weil es halt so ist. Ne? Ja gut, aber wenn du mal in die Mitte schaust, hier haben wir auch einfach so Knöpfe drauf. Die sind zwar geradezu die, also ja. Das wäre unser Liebstes, wäre gewesen, sie hierhin zu machen. Das Problem ist, diese ganze Einheit dahinter ist quasi eine Schalteinheit mit Platine und so weiter. Den brauche ich aber definitiv noch. Warnblinker nehme ich für Rennstrecke. Auch wichtig. Aber guck gleich bitte mal, wie geil dieses Display aussieht. In dem Tacho ist tatsächlich dieser Geber, dass man es hört, dass man blinkt. Okay. Guck mal hinten, guck mal, weißt du, weil ich blinke jetzt gerade. Wenn du hinten mal guckst, werde ich blinken. Tatsächlich. So, man hört gar nichts. Deswegen geht auch jetzt bis Blinken. Guck mal, ob der Warnlichtschalter geht. Ja. Genau. Also dadurch, dass man dieses akustische Klick, Klick, Klick nicht mehr hört, rafft man es gleich nicht mehr. Das Kabel hier, das müssen wir, hier sieht man mal, wie krass die Lenksäule sich verändert hat. Weil normalerweise geht dieses Kabel oben rum und es ist zu kurz. Ja. Weil die ganze Lenksäule so krass weiter hier nach hinten gekommen ist. Ja. Das ist mir gestern noch aufgefallen, als ich hier ein bisschen Ordnung gemacht habe. Das muss ich nochmal verlängern, dass ich es da oben rüberlegen kann.
Wir sind mit Christian C.E. noch ein bisschen am Gange. Wir haben schon ein paar Spacer gemacht, aber jetzt ist Ende erreicht von den Schaltseilen. Wir werden das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen so machen, dass der ganze Shifter nochmal so 3 cm nach hier kommt. Was wir am Ende hier so haben. Und das ist perfekt. Vor allem guckt ihr das mal an. Elektrische Servolenkung. Mit den breiten Slicks. Mit dem Motor aus kann ich immer noch so lenken. Mache ich jetzt Zündung aus. Hier. Breche ich mir eher den Finger als da irgendwas. Warte mal. Jetzt werden die Leute denken, es war ja wegen Zündschluss. Da lenkst du gar nichts mit den Slicks. Sonst haben wir alles durchgecheckt, jede Schraube nochmal rein, raus geguckt, Festigkeit angezogen, angeknallt, kontrolliert und so weiter, dass ich sage, wir können jetzt hier einfach mal hoch und runter fahren. Und genau das machen wir jetzt auch. Let's go. Keine Angst haben, einfach einsteigen. Theoretisch ist das ein Fahrzeug, wo wir jetzt natürlich mit Helm fahren müssen, ne? Ja. Wegen Käfig und so weiter, ne? Aber hier auf dem Messegelände, wo wir eh nur gerade erste, zweite Gang ein bisschen fahren, würde schon gehen. Tja. Und es ist jetzt noch, also klar, es sind immerhin 30 Grad draußen, aber, boah. Jawohl, krass ist halt in so einem Auto. Man hört einfach alles, ne? Es ist irgendwie gleich, schon bevor es losgeht, ist es irgendwie schon Rennwagen. Ja, es ist halt Rennfahrwerk. Rennfahrwerk, so ein Rennauto hier, ne? Kann ich sagen, warum? Aber okay, hinten schleift ein bisschen. Also es ist unglaublich, was ein Teppich an. Man hört alles. Genau. Und du würdest jetzt hier nur einen Teppich reinlegen und das würde schon reichen. Das würde schon reichen, dass es deutlich leiser wird, ne? Jawohl! Aber immer schon mal geil, es funktioniert alles. Es klappert zwar gefühlt alles, es ist laut, es schreit und so weiter, aber das Auto fährt immer. Das ist die Hauptsache. Akustik ist gut. Ah, vor allem, es ist halt einfach krass. Das ist ja für mich jetzt auch das erste Mal, dass man ein altes gegen ein neues Auto fährt, das man selber so umgebaut hat. Hier ist jetzt ja wirklich kein einziges Gummilager mehr dran. Hier ist ja alles Uniball und gerade so auf der Hinterachse merkt man das halt schon extrem. Jetzt erstmal nur von der reinen Akustik. Ja. So, das Geile mit dem Display, man hat halt immer alle Werte im Kopf. Hinter dem Blick. Ja, also Bremse. Ja. Also es bremst, aber da muss man schon richtig reintreten. Ja, ja, Achtung, mal kurz festhalten. Räder blockieren. Ich kenne es ja vom Xbo, auch kein Bremskraftverstärker, ja. Aber geil. Es ist immerhin so, dass alles fährt und funktioniert. So, wir haben ja die Leistung gerade schon gedrosselt, wie ihr mit Sicherheit festgestellt habt gerade. Also es hat mich leistungsmäßig gerade nicht vom Hocker gehauen. Wir haben jetzt ja mit Absicht die Leistung so gedrosselt, dass die Räder nicht durchdrehen sollen. So, das heißt, das waren jetzt druckmäßig echt nicht viel. Das müssen wir gleich den Laptop nochmal anschließen und müssen die Gänge ein bisschen hochskalieren. Aber guck mal, 80 Grad Wasser, 70 Grad Öl. 4,3 Bar Ölung. Das ist schon alles zornig perfekt. Oder so, fahren wir erste Gang los und drehen dann rein. Vollgas. Merkt man erstmal, wie hart und direkt, ja. Alter, ich dachte, ich habe dir den Knall gehört, Alter, ich dachte, jetzt ist gerade hier irgendwie das Dach oder die Scheibe oder sich was rausgeflogen. Ich dachte, die ganze Achse einfach, aber das sieht noch gut aus alles. Es ist tatsächlich noch alles dran. Und vielleicht war ich auch schon wieder ein bisschen zu gutmütig, mit Gefahrwerk zu drehen und es ist dann doch vielleicht schon ein bisschen hart, ne? Boah. Also es fühlt sich nach Formel 1 an. Da nämlich schon ein bisschen mehr Druck und da merkt man auch schon, das geht dann schon zorniger. Also wir machen ihn hinten mal, weil man da gut rankommt, machen wir ihn einfach mal massiv weicher und wir können auf jeden Fall erste, zweite, dritte auch massiv ein bisschen Leistung aufdrehen. Aber sonst geil. Ich bin ultra happy, wie das Ding fährt, weil ich krieg schon richtig Bock mit dem Ding hier in die Kurve zu peitschen.
Was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir hatten den ersten Gang wirklich Dosendruck und auch zweite kaum Leistung. Also ich habe ihn jetzt mal hochgenommen. Er müsste jetzt so im ersten müsste er jetzt so 1 bar machen, im zweiten 1,5 und im dritten 2. Was ich noch gemacht habe ist, ich habe hinten, das ist das Praktische an dem H&R-Fahrwerk, man kann Zuckerdruckstufe über Klicks verstellen. Ja. War so in der Mitte. Jetzt darf man nicht vergessen, das Fahrwerk war eigentlich ja noch fürs alte Auto. Wo das Auto ja schon noch massiv schwerer war. Ich habe es jetzt mal ganz weich gedreht, damit wir nicht mehr so dieses krasse Schlagen haben. Ja. Jawohl. Da geht schon ein bisschen mehr. So stelle ich mir das ja schon eher vor. Sagen, geht schon ganz gut hier gerade alles, ne? So, der dreht jetzt ein bisschen, aber noch nicht so stark. Vorne. Vorne hat blockiert, hinten nicht. Bremst. Auch scheiß auf die Slicks, ist egal bei dem. Hat gebremst und auch tatsächlich, ich wollte jetzt gerade mal testen, wenn ich noch mehr reintrete, ob irgendwann die Hinterachse mit dazu blockiert. Mhm. Und hat sie auch tatsächlich. Öl wird recht warm. Okay, wir haben jetzt recht wenig Fahrtwind, aber 85 Grad Öl finde ich schon ganz schön viel dafür, dass wir hier wirklich rein gar nichts machen. Ja. Ich würde sagen, ich bin wunschlos glücklich, bin komplett durchgeschwitzt. Leistung ist da, Auto fährt geil geradeaus. Bremse ist da, wir kriegen die Räder zu blockieren. Ich würde sagen, jetzt gibt es einen kleinen letzten Check nach den ersten Metern auf der Bühne. Nochmal wieder alles anziehen. Auf jeden Fall vorne die Waagebalken werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken, dass da alles dran heile ist, jetzt wo ich ein paar Mal reingetreten habe. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Shots und dann geht es endlich auf Rennstrecke. Yes! Ich bin echt motiviert und ich würde sagen, mega geil, dass das Auto nach 1,5 Jahren fährt. Danke für jeden, der daran mitgewirkt hat. Danke für jeden, der das so lange verfolgt hat. Jetzt geht's richtig rund, weil das Ding hat auf jeden Fall Potenzial. Yes, let's go!